das kleine Dörfchen Kettenkamp, nördlich von Osnabrück. Hier leben Hartmut und Ilse D. Am 24. Februar 2008 verschwinden sie spurlos. 6 Wochen lang sucht die Polizei vergeblich nach dem Ehepaar. Man schläft damit ein, man wacht damit auf und man wacht im schlechtesten Fall auch ein paar Mal nachts damit auf. Am Ende hängt alles an der Arbeit einer Frau. Die Polizei geht davon aus, dass die Vermissten 100 Polizisten waren im Einsatz. Es ist ein spektakulärer Fall. Es beginnt mit einem Vermisstenfall. Dienstag, 26. Februar 2008. Ilse D. fehlt schon den 2. Tag unentschuldigt im Büro. Ihr Mann Hartmut, Rentner, hat eine Verabredung in der Nachbarschaft ausfallen lassen und nicht abgesagt. Die Bewohner der ruhigen Wohnstraße in der 1700-Seelen-Gemeinde machen sich Sorgen um Ilse und Hartmut. Der Arbeitgeber der Vermissten ruft schließlich die Polizei. Ich war bei der Polizei in Bersenbrück und war zufällig unten auf der Wache, wo ein Kollege mir sagte, es wird eine Frau aus Kettenkamp vermisst. Ich selber wohne dort, bin in Kettenkamp geboren, habe Hartmut und Ilse gut gekannt. Da gab es überhaupt gar keine Anhaltspunkte für, dass die weg wollten oder sich abgesetzt hätten oder sonst irgendwas. Von daher war es sofort meine Gänsehaut, die ich bekommen habe und habe gesagt, da ist irgendwas passiert. Ich wusste zwar nicht was, aber dieses Verhalten passte zu den beiden überhaupt nicht. Die Polizei fährt zunächst zum Wohnhaus der Familie. Das Ehepaar ist nicht da. Es öffnet der 27-jährige Sohn der beiden. Er wohnt ebenfalls im Haus und bittet die Beamten bereitwillig hinein. Der Sohn hat erzählt, seine Eltern wären an dem Sonntag davor, abends schon gegen 22 Uhr, aus dem Haus. Sie hätten sich gestritten, das haben die Kollegen erstmal so zur Kenntnis genommen. Haben dann aber, wie das auch so üblich ist, Nachschau gehalten am Haus, im Haus, in der Umgebung. Die Nachbarschaft ist in solchen Fällen oft die beste Informationsquelle. Gerade auf dem Dorf weiß jeder von jedem praktisch alles. Am Haus für Haus abgeklappert, geklingelt, versucht, Leute zu kriegen und die dann zu Informationen zu befragen. Das heißt, wann letztmalig gesehen, gab es Auffälligkeiten, gab es Streit, hat irgendjemand gesehen, ob ein Taxi hier war, ob abgeholt worden ist zum Verreisen oder ähnliche Geschichten. Doch niemand hat etwas gesehen oder Ungewöhnliches bemerkt. Mit dem Auto sind sie nicht weggefahren. Das steht noch in der Garage. Aber im Kofferraum liegt eine Wolldecke. Und auf dieser Decke ist ein verdächtiger rötlicher Fleck, so als hätte jemand Blut weggewischt. Daraufhin fordern die Kollegen Verstärkung aus Osnabrück an. Gemeldet worden ist ja eine Vermisstensache. Und wenn wir dann in die Richtung müssen, wir haben vermisste Personen, dann muss man sich im Prinzip auf alles vorbereiten. Das heißt also, wir nehmen das gesamte Equipment mit. Lupe, um was zu kontrollieren. Ein Stabmagnet, um irgendwo mal ein Metallteil rauszuholen, wo man so nicht hinkommt. Und hier ein Spiegel, dann können wir auch mal hinter- oder unter Gegenstände gucken. Hier ist unsere Folie für die Fingerspurensicherung auf so einer Rolle drauf. Das kann man dann entsprechend abziehen. Parallel dazu machen sich die übrigen Mitglieder der Mordkommission startklar. Rund 30 Mann fahren nach Kettenkamp. Noch besteht Hoffnung, die Vermissten lebend zu finden. Dennoch behandeln sie das Haus wie einen Tatort, um keine Spuren zu vernichten. Jörg Guss koordiniert die Kriminaltechniker. Ralf auf dem Kampe leitet die Suche im und am Haus. Da ist oben. Da ist oben. Ja, das genau. Ist die Balkontür. Diese Treppe ist jetzt hier. Die ist neu. Neu. Und hier hinten rechts hat er sein Zimmer. Im Obergeschoss stoßen die Ermittler auf etwas Merkwürdiges.
Das Schlafzimmer der Eltern ist frisch gestrichen, in dunkelbraun. Allerdings nicht besonders sorgfältig. Der Fußboden hat Farbe abbekommen. Und auch an der Decke finden sich merkwürdige Tupfer. Fußleisten und Steckdosen wurden gar nicht abgeklebt. Die Betten sind frisch bezogen. Man zieht die Bettdecke ab, man klappt die Matratze hoch und dann siehst du mehrere Leute mit einem Fragezeichen im Gesicht. Denn die Matratzen sind ebenfalls gestrichen. Die Farbe ist sogar noch feucht. Bei näherem Hinsehen kommt unter der Farbe allerdings etwas rötlich-braunes zum Vorschein. Die Matratzen werden zur Kriminaltechnik geschickt. Ist es Blut? Und wenn ja, wie viel? Und von wem? Wenn man diesen Startpunkt hat, dann fängt man an zu suchen. Dann bohrt man nach und dann bildet sich dieses Bewegungsbild. Man hat dann diverse Sachen an der Wand, aber wir hatten auch ein Blutspritzerbild an der Decke, an der Heizung, Richtung Fenster. Und das war dann so ein Handlungsablauf, der nach meinem Bauchgefühl was mit Schlagen zu tun hatte. Blutspritzer bilden charakteristische Muster, die den Kriminaltechnikern oft entscheidende Dinge über ein Verbrechen preisgeben. Die Form der Kleckse kann zum Beispiel die Flugrichtung verraten. Wenn Blutstropfen schräg auf einer Fläche auftreffen, bilden sie ein spitzes Muster. Daran erkennt man deutlich, aus welcher Richtung der Tropfen angeflogen kam. Schlägt ein Täter mehrmals zu, hinterlässt er beim Ausholen mit der Waffe oft eine Spur, die bis zur Decke reichen kann. Wenn ein Opfer bewegungslos liegt und blutet, bildet sich ein charakteristisches Tropfen-in-Tropfen-Bild auf einer Stelle. Daran erkennen die Ermittler auch ohne Leichen, wo die Opfer gelegen haben. Doch in diesem Fall sind alle Spritzer gründlich übermalt. Wieso streicht man Matratzen? Der Sohnemann wurde mit konfrontiert mit der Sachgeschichte. Warum hast du das denn gemacht? Erinnere ich mich noch, sagte er, ich habe Farbe umgekippt und das habe ich übergestrichen, weil das sollte man so nicht sehen. Erdgeschoss war ein Zimmer des Sohnes, was uns sehr merkwürdig anmutete. Da war nur das Bett drin, da waren ein paar Ikea-Tüten mit Klamotten drin und ein Schrank, auf dem Hakenkreuze dran gemalt waren. Auf dem Schrank lag eine Armbrust, eine kleine, mit Pfeilspitzen und jede Menge Ballerspiele, also Internetspiele, wo richtig, wo es zur Sache geht. Ne? Dann fing er an, über seinen Drogenkonsum zu sprechen, dass er schon Drogen konsumiert habe, hatte halluzinogene Erscheinungen, wäre auch in psychologischer Behandlung. Also das ging dann so in diese Richtung rein, dass ein vernünftiges Gespräch nicht mehr zu führen war. Gegen 23.30 Uhr wird der Sohn wegen des Verdachts, seine Eltern getötet zu haben, festgenommen und in die Untersuchungshaft gebracht. Kurz nach Mitternacht wollen die Ermittler fürs erste Feierabend machen. Da meldet sich ein Jäger. Er hat im nahegelegenen Wald eine Entdeckung gemacht. Etwas, das aussieht wie ein frisches Grab. Wir wollen gleich den Weg abgehen. Wir wollen sehen, ob wir Reifenspuren finden. Und dafür brauche ich Streiflicht von der Seite. Ich denke, wir fangen hier vorne jetzt gleich an und arbeiten uns dann ganz sukzessive nach da hinten hin vor. Die Freiwillige Feuerwehr Kettenkamp unterstützt mit Licht. Sie suchen zunächst nach Reifenspuren im Umfeld. Kriminaltechniker Jörg Guss zeigt noch einmal, wie der Einsatz damals ablief. Die ganze Truppe stand unter erheblichem Druck. Wir haben ja eigentlich noch kein bewiesenes Gewaltdelikt, weil wir die Leichen nicht hatten. Das belastet. Dieser Gedanke, wo sind sie? Ohne Leichen wird es schwierig, dem tatverdächtigen Sohn zwei Morde nachzuweisen. Bislang haben sie nur Indizien. 50 Meter vor der verdächtigen Stelle finden sie eine Reifenspur. Sie nehmen einen Gipsabdruck. Es ist nur der erste von vielen. Insgesamt brauchen sie eine gute Stunde, bis sie sich zu der kleinen Lichtung abseits des Weges vorgearbeitet haben. Also wenn wir da vor Ort, weil das ist hinter dem Buschwerk da. Eine helle Sandfläche auf dem Waldboden. Bevor sie anfangen zu graben, nehmen sie Bodenproben. Der gelbliche Sand ist typisch für diese Gegend. Unter der dunklen Humusschicht sieht es hier überall so aus. Heller Sand. Wir haben hier unsere Humusschichten, wir haben gerade beim Graben auch gesehen, die sind völlig fest.
Da kommen wir teilweise nicht mal durchs Wurzelwerk, da muss man schon mit dem Spaten arbeiten. Hier kann man schöne Bodenlinie sehen. Hier geht er rüber bis da vorne hin. Hier kommt eine runter. Da sind keine Brüche drin. Das heißt also, hier hat keiner gebuddelt. Wenn das ein Grab gewesen wäre, dann wäre das lose gewesen. Dann hätten wir viel einfacher graben können. Im Prinzip so, wie es dann hier nach 20 cm ist. Aber da haben wir dann halt die durchgehenden Bodenschichten. Die Waldlichtung ist eine Sackgasse. Hier sind sie nicht. Am nächsten Tag nehmen sie das Umfeld der Vermissten unter die Lupe. Hartmut und Ilse sind sehr beliebt und gelten als zuverlässig. Sehr verdächtig der Sohn. Er hatte psychische Probleme und oft Streit mit den Eltern. Bei der Durchsuchung des Hauses finden die Ermittler ein Gewehr. Es gehört dem Vater. Das wirft weitere Fragen auf. Die Eheleute sind zudem hoch verschuldet. Also man kann nicht immer sofort nur in eine einzige Richtung ermitteln und denken, naja, wenn der Sohn sich so komisch äußert, dann wird er definitiv schon irgendetwas Schlimmes gemacht haben. Sondern letztendlich muss man ja auch so vorgehen, dass hinterher auch alles für Beweis verwertbar ist. Sie finden heraus, das Haus steht zum Verkauf. War es eine Verzweiflungstat des Vaters? Hat er seine Frau umgebracht, weggeschafft und sich dann selbst erschossen? Doppelsuizid stand deswegen im Raum, weil wir mittlerweile rausgekriegt hatten, dass die Eheleute hoch verschuldet waren. Sie hatten also Schulden, ich glaube, im sechsstelligen Bereich. Das waren so am Rande Erscheinungen, die sich dann ergaben, als wir dann nach einem Motiv suchten und auch die Waffe gefunden hatten. Oder hat der Sohn seine toten Eltern nur gefunden und weggebracht? Theoretisch alles möglich. So oder so bleibt die Frage, wo sind die Leichen? Die Ermittler untersuchen das Auto. An den Türen und an den Fußmatten klebt heller Sand. Wahrscheinlich war das Fahrzeug vor kurzem auf Feldwegen unterwegs. Sie versuchen, den Bewegungsradius des Autos einzugrenzen. Wie viel Benzin ist noch im Tank? Wie ist der Tageskilometerstand? Alte Benzinquittungen verraten den Ermittlern, wo und vor allem wann die Familie das letzte Mal getankt hat. Es stellt sich heraus, dass der Wagen nur in der näheren Umgebung von Kettenkamp unterwegs gewesen sein kann. Mit jedem Tag, der seit dem Verschwinden vergeht, wächst die Belastung für die Mordkommission. Je intensiver ich mich mit dem Leben der Opfer auseinandersetze, umso mehr berühren sie mich natürlich auch. Man wird in gewisser Weise, ich will nicht sagen zu einem Mitglied der Familie, aber man kommt sehr nah an diese Leute heran. Das führt dann auch dazu, dass man nachts aufwacht. Und man schläft damit ein, man wacht damit auf und man wacht im schlechtesten Fall auch ein paar Mal nachts damit auf. Das Gebiet um Kettenkamp ist viel zu groß, um es komplett abzusuchen. Wälder und Felder bieten unzählige Möglichkeiten, zwei Leichen verschwinden zu lassen. Die Mordkommission fordert Verstärkung an. Beamte der Bereitschaftspolizei durchkämmen Waldstücke, in denen der Sohn öfter gesehen wurde. Sie halten ca. 2 Meter Abstand zum Nebenmann. Das ist engmaschig genug, um einen menschlichen Körper zu finden. Dabei benutzen sie spitze Metallstangen, sogenannte Stöberstäbe. Zum einen erstmal dienen die dazu, den Boden an sich aufzulockern. Also was man hier sieht mit Laub und Unterholz. Erstmal zu gucken, liegt überhaupt was im Wald rum, was Hinweise gibt auf eine mögliche Tat. Und das andere ist halt, da wo man Verdacht hat, da ist mal gebuddelt, gegraben, sonst was worden, der Boden verändert worden, kann man halt feststellen, wo er verfestigt ist und wo er halt aufgeweicht ist. Das ist ja vorne angespitzt, dieser Metallstab, und der geht halt deutlich einfacher dann in den Boden rein, als an anderen Stellen, wo der Wald seit Jahren unberührt ist. Nach und nach weiten sie die Suchgebiete aus. Im Zuge der Ermittlungen tauchen immer mehr Orte auf, die in Frage kommen. Orte, an denen es hellen Sand wie den aus dem Auto gibt und zu denen die Familie einen Bezug hat. Oder an denen der Sohn in letzter Zeit gesehen wurde. Wie etwa einen Angelplatz an einem kleinen See, den Vater und Sohn gern nutzten. Täglich kommen neue Hinweise aus der Bevölkerung. Trotz allem gibt es immer noch Menschen im Dorf, die Hoffnung haben, Hartmut und Ilse lebend zu finden. Das Dörfchen Kettenkamp steht unter Schock. Alle helfen mit. Täglich bilden sich Suchtrupps bei der Freiwilligen Feuerwehr. Von hier aus koordiniert die Polizei die Einsätze. Genau, dann ist da links ab. Ja, und eine Zufahrt ist noch von hier, von der Straßenseite aus. Ne? Der Ort hat nur ein Thema. Feste und Sportveranstaltungen werden abgesagt. Denn fast alle kennen und mögen Hartmut und Ilse.
Das war ein schreckliches Ereignis in der ganzen Gemeinde Kettenkamp. Vor allen Dingen auch auf dem Grunde mit der Ungewissheit, weil man Hartmut und Ilse nicht gefunden hat. Und alle Bürger haben auch mitgeholfen, die aufzufinden, wobei die Hoffnung immer gering war, sie noch lebend zu finden. Ohne die Leichen haben die Ermittler zu wenig in der Hand. Der Sohn sitzt in Untersuchungshaft und schweigt, während die Polizei vergeblich Wald um Wald durchkämmt. Letztlich ist es frustrierend, wenn man gar nichts findet. Wenn man tagelang Waldgebiete durchkämmt und wirklich am Ende nichts mehr rumkommt. Auch am Ende für die Kripo letztlich nichts mehr rumkommt an weiteren Spuren. Noch immer durchsuchen die Kriminaltechniker das Haus der Familie. Mittlerweile haben sie die Bestätigung des Labors. Das Blut in den Matratzen stammt zweifelsfrei von Ilse und Hartmut. Es sind mehrere Liter. In der Waschküche machen sie eine weitere Entdeckung. Eine Jogginghose des Sohnes. Doch die dunklen Flecken sind kein Blut, sondern die Farbe aus dem Schlafzimmer der Eltern. Mir hat ein Kollege gesagt, hast du das mit den Turnschuhen gesehen? Ich sag, was mit den Turnschuhen? Ja, da hinten im Waschraum. Das ist schon sehr skurril, dass die beiden offensichtlich frisch gewaschenen Turnschuhe da oben auf, ich glaube, auf Bettwäsche saßen die. Ich sag mal, das ist nicht so das Normalste der Welt, dass man die gerade mal in der Waschmaschine findet. Also man kann selber vielleicht im ersten Moment noch gar nicht sagen, wird das relevant. Aber wie sich dann später herausgestellt hat, waren die Sachen relevant. Die Schuhe werden ans Landeskriminalamt Hannover geschickt. Dort arbeitet Monika Freckmann. Sie ist Spezialistin für Bodenanalysen. Man schaut sich den Schuh erstmal im Ganzen an. Dann geht man über zur Sohlenfläche. Hier schaut man natürlich genauestens in die Profilrillen. Dann nimmt man das Oberledermaterial auseinander, schaut in den Schuh hinein. So, und dann sehe ich also schon, aha, da scheint also doch irgendwie feines Sandpartikelchen an Trabungen vorzuliegen. Das ist eben das, was die meisten vergessen, dass wenn ich eben grabe und mit Sand um mich schaufle und so weiter, rieselt der Boden insbesondere ins Schuhinnere. Monika Freckmann gelingt es, aus dem Innenfutter der Schuhe noch einige Körnchen Sand zu klopfen. Es ist heller Sand, wie der aus dem Auto. Gerade einmal ein halber Teelöffel kommt am Ende zusammen. Es reicht für eine Kleinstprobe. Jede Bodenprobe ist ein Individuum. Jede Bodenprobe hat sehr biologisches Material, hat ihre eigene Charakteristik. Das heißt, sind da irgendwelche Blätter, Nadelblätter, Moose, irgendwelche Vegetationspartikel allgemein oder sonstige Sachen in den Proben enthalten. Und hier war es ganz klar, hier war dann noch so feines Wurzelwerk dabei und dergleichen. Und das zeigt mir dann ganz klar, dass diese Bodenprobe keine Oberflächenprobe ist, sondern die ist aus der Tiefe gekommen. Möglicherweise stand der Sohn also mit seinen Schuhen in einem tiefen Erdloch. Und es gibt noch ein weiteres Beweisstück aus der Waschküche. Eine Jeans, ebenfalls frisch gereinigt. Auch die soll das LKA untersuchen. Wir müssen ja Sachbeweise haben, sinnigerweise objektive Sachbeweise. Die kriegen wir nur mit Hilfe der Kriminaltechniker. Die machen eine Spurenkonferenz, die bewerten die Spuren, die sie haben und legen dann fest, das machen wir zuerst, das ist uns wichtig, bitte da dran und da brauchen wir schnellstmöglich Ergebnisse. Schnellstmöglich heißt, es dauert natürlich auch seine Zeit bei der Untersuchungsstelle. Das kann eine Woche, kann eine 14 Tage dauern, kann auch mal länger dauern. Auch wenn die Untersuchungen lange dauern, die Jeans und die Schuhe sind im Moment ihre besten Ermittlungsansätze. Aber die Hose scheint sauber. Man darf nicht vergessen, die ist schon einmal gewaschen worden. Und dann bleibt aber in den Gesäßtaschen, gerade wenn ich also auch tiefer im Erdreich gestanden habe, bewege ich mich ja. Ich grabe, ne? Und dann rubbelt er quasi mit seinem Gesäß an der Wand und durch das Schaufeln sich quasi den Sand sprichwörtlich richtig in die Gesäßtaschen rein. Und die bleiben da erstmal haften. Kann man vielleicht, wenn du Kinder hast oder so, von zu Hause, wasch da mal die Kinderjeans, wenn die aus dem Kindergarten kommen. Du findest in den Schuhen Boden, du findest in der Hose sämtliche Taschen, alles ist voller Boden. Und so ist das hier auch. Bei jeder Suchaktion bringen die Polizisten Bodenproben mit. Monika Freckmann vergleicht diese Proben mit dem Sand aus den Schuhen und der Jeans. Wieder und wieder schickt sie die Beamten los, um noch mehr Proben von Orten mit hellem Sand zu holen. Ein
Bei Bodenuntersuchungen kann Monika den Boden relativ gut beschreiben. So, und dann muss man sich das so vorstellen, dass man auf diesen bestimmten Boden angesetzt wird. So, und den soll man dann finden. Das heißt ja, man fährt nicht irgendwo hin und sagt dann, so, da ist Boden, den nehme ich mit. Sondern da ist so ein Boden, den nehme ich mit. Der sieht so aus, so mit meinem laienhaften Auge. Und dann, ja, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Da sie nicht wahllos ganz Kettenkamp umgraben können, wählen sie Orte, an denen der Sohn sich gut auskennt oder an denen er von Zeugen gesehen worden ist. Bei jeder Probennahme müssen die Kriminaltechniker genau dokumentieren, wo der Boden herkommt. Denn die individuelle Beschaffenheit des Erdreichs ändert sich alle 10 cm. Monika Freckmann kann bereits zwischen diesen dicht beieinander liegenden Erdproben Unterschiede feststellen. Wenn der Sand aus dem Schuh von hier stammt, wird die Bodenspezialistin das herausfinden. Parallel dazu laufen natürlich die anderen Ermittlungen. Wird versucht, Videoüberwachung auszuwerten von Tankstellen. Da werden Aufenthaltsorte befragt oder werden Aufenthaltsorte überprüft, wo sich jemand aufhält, ob er bei McDonald's war oder... Da wird die Spurenlage im Haus weiter untersucht, bis ins kleinste Detail, zum Beispiel diese Farbe, wo kommt die her, gibt es da einen passenden Eimer zu, natürlich gab es da einen Eimer zu, dann wird überprüft, aus welchem Baumarkt hat er den her, wo hat er den gekauft, wo könnte er den gekauft haben, dann werden die Baumärkte abgeklappert, ob wir da irgendwie einen passenden Bon zu haben, vor allen Dingen wann er das gekauft hat, ganz wichtig. Es stellt sich heraus, dass die Farbe am Morgen nach der Tat in einem nahegelegenen Baumarkt gekauft worden ist. 2 kleine Eimer des Farbtons Schokobraun. Der Fall scheint eindeutig. Doch für eine Mordanklage gegen den Sohn reicht das alles nicht aus. Sie brauchen die Leichen oder ein Geständnis. Es besteht die Gefahr, dass man eine Mordkommission verschleißt. Gerade wenn das über einen so langen Zeitraum geht, dann ist natürlich die Frage, ob man die Leute ununterbrochen 16, 18 Stunden am Tag Dienst machen lassen kann. Da muss man dann vorsichtig sein. Das macht man in den ersten Tagen sicherlich, aber in den Folgetagen muss man da sehr vorsichtig sein, weil das hält 6 oder 8 Wochen keine Mordkommission durch. Was geschah mit Hartmut und Ilse D.? Der psychisch kranke Sohn schweigt weiterhin zu den Vorwürfen. Die Familie ist hoch verschuldet. Ein Doppelselbstmord trotzdem unwahrscheinlich. Denn im Schlafzimmer ist viel Blut geflossen. Der Sohn wollte das vertuschen, deshalb die Farbe. Vermutlich hat er die Leichen mit dem Auto abtransportiert. Der Sand aus den Schuhen deutet darauf hin, dass der Sohn tief gegraben hat. Doch woher stammt dieser Sand? Dann nimmt der Fall eine überraschende Wendung. Der Sohn offenbart sich einem Mitgefangenen. Er behauptet, seine Eltern erschlagen und in die Hase geworfen zu haben. Das ist ein kleiner Fluss, der dicht an Kettenkamp vorbeifließt. Das Gewässer ist tief genug, um dort 2 Leichen verschwinden zu lassen. Da hinten im Hintergrund ist die Schule, zu der er gegangen ist. Und da wir den Hinweis gekriegt haben, dass er möglicherweise seine Eltern ja in die Hase geworfen hat. Hier sieht man, wir sind hier an der Hase, an dem Wehr in Bersenbrück. War der erste Weg, hier zu gucken, weil er sich hier auskannte. Die Wasserschutzpolizei kommt mit Sonarbooten. Sie scannen den Grund des Flusses. Sie finden jede Menge Müll, aber keine Spur von Hartmut und Ilse. Auch Leichenspürhunde und Taucher suchen vergeblich. Deshalb entschließt sich die Mordkommission zu einem radikalen Schritt. Die Hase soll, soweit es geht, trockengelegt werden. Das Suchgebiet ergibt sich aus den Entfernungen, die das Auto der Familie maximal gefahren sein kann. Am Ende bleibt ein Flussabschnitt von 17 Kilometern Länge übrig. Der Aufwand ist gewaltig. Um die Stauwehre zu schließen und den Fluss trocken zu legen, brauchen sie die Hilfe des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz. Nachdem die Wehre geschlossen sind, senkt sich der Wasserspiegel, sodass die Suchtrupps arbeiten können. Und am Schluss war auch diese Spur leider negativ.
klar ist man dann frustriert und sagt, ja gut, und jetzt? Haben wir auch nicht, was haben wir jetzt noch? 5 Wochen nach dem Verschwinden des Ehepaares meldet Bodenspezialistin Monika Freckmann einen Treffer. Du hast 256 Bodenproben untersucht. Die kannst du im Prinzip alle ausscheiden und es bleibt nur die eine über. Von den ganzen Untersuchungsparametern traf die zu. Die Probe stammt aus dem Wald, in dem sie in der ersten Nacht schon gegraben hatten. Wir haben uns da mal zusammengesetzt, haben alle Erkenntnisse und alle auch Bodenproben, Erkenntnisse und Untersuchungsergebnisse zusammengetragen, haben nach draußen geguckt und haben gesagt, heute ist der Tag des Herrn. Entweder finden wir sie heute oder wir finden sie nie. Die Ermittler sehen hier nur Wald. Monika Freckmann hingegen sieht mehr. Feines Moos zum Beispiel. Dies befand sich auch in den Bodenprobenantragungen Schuhe bzw. Jeanshose. Und das deutet also schon mal darauf hin, dass die Oberfläche also hier schon mal die Beschaffenheit hat. Die Bodenspezialistin sagt ihnen zentimetergenau, wo sie graben sollen. So hatten wir dann so nach und nach unter der Hilfe von Frau Freckmann die Bodenschichten abgetragen. Und jedes Mal sagte sie, das ist eine Bodenprobe, die gehört nach unten, die gehört nach oben. Müssen wir tiefer graben, da müsst ihr rein. Dann kamen wir auf durchgestochene, mit Spaten durchgestochene Wurzeln, die da gar nicht hingehörten. Insofern wurden wir immer sicherer, dass wir also sagen konnten, wir waren an der richtigen Stelle. In einem knappen Meter Tiefe stoßen sie auf etwas, das kein Wurzelwerk ist. Ein menschlicher Oberschenkel. Daraufhin sperren sie die Stelle ab und verständigen die Kollegen. Leichenspürhunde, Rechtsmediziner, Staatsanwalt, Presse. Alle rücken an. Um sich nicht zu blamieren, hatten sie zunächst in kleiner Runde gegraben. Nun also der Großeinsatz. Vorsichtig legen sie Schicht für Schicht frei, bis die Leichen geborgen sind. Monika Freckmann ist die ganze Zeit dabei und nimmt weiter Proben. Die werden später vor Gericht zweifelsfrei beweisen, dass der Sohn der Täter ist. Erstmal war ich froh, dass ich den Kollegen helfen konnte, dass das so wirklich positiv ausgegangen ist, weil ich die ja, das gebe ich wohl auch ein bisschen zu, schon genervt habe, ne? Weil ich habe mich ja nicht mit 10 Proben zufrieden gegeben, nee, die mussten dann immer wieder raus. Und da muss man auch mal die andere Seite, wenn da aus Hannover immer einer am Telefon sitzt und sagt, nee, jetzt fahrt da noch mal dahin und dahin und dahin, dann kriegen die auch langsam die Krise. Die haben doch schon so viel Bodenproben gebracht und die ist immer noch nicht zufrieden, ne? Nein. Und die andere Sache war dann für mich selber, hat mir das eben wieder das Vertrauen gegeben, das, was du machst, das machst du richtig. Und das machst du gut. Im Erdloch finden sie noch weitere Beweise, die der Sohn mit in das Grab geworfen hatte, um die Geschichte vom angeblichen Spaziergang zu stützen. Die Krücke des Vaters, die Handtasche der Mutter und dann die Tatwaffe, einen Hammer. Vor Gericht gibt der Sohn an, er habe geglaubt, Außerirdische hätten die Körper seiner Eltern angenommen und wollten ihn töten. Er habe sich wehren müssen. Ein Gutachter bescheinigt eine paranoide Schizophrenie. Er kommt auf unbestimmte Zeit in die geschlossene Psychiatrie. Der Fall ist abgeschlossen. Wo sie dann beerdigt wurden, ja, kam er ein bisschen zur Ruhe und konnte über diese ganze Sache auch aus einem anderen Blickwinkel dann wieder sprechen und auch nachdenken. Aber das war schon eine schlimme Zeit für so eine kleine Gemeinde, weil Hartmut und Ilse in Kettenkamp einfach beliebt und geschätzt waren und auch eine gute Nachbarschaft hatten. Der Fall der Spurenleserin hat 2008 Kriminalgeschichte geschrieben und dem kleinen Dörfchen Kettenkamp einen Teil seines alten Friedens zurückgegeben.